Es gibt viele gute Gründe, sich einen vernünftigen Gaming-Monitor zu holen. Vielleicht will man endlich in den Genuss einer höheren Auflösung kommen. Vielleicht will man die neue Grafikkarte mal komplett ausreizen, auch wenn das aktuell noch ein paar Problemchen gibt. Aber vielleicht will man sich auch einfach nur jeden erdenklichen Vorteil holen, den man im kompetitiven Feld einfach braucht. Wie auch immer die Motivation aussieht, Gründe gibt es wahrlich genug. Genauso groß ist aber auch die Auswahl an Monitoren. Ob der LG UltraGear 27GN 800 ein würdiger Kandidat für einen Einsteiger-Gaming-Monitor ist, worauf man beim Kauf achten muss und für wen sich der Kauf lohnt, das verrate ich in diesem Video. Der Monitor kommt gut verpackt in einem schlichten Karton, der auf den ersten Blick nicht wirklich nach Gaming schreit. Neben dem Display, das eingehüllt in Styropor und bedeckt mit Folie sicher vor Schäden bewahrt wird, finden wir im Karton noch so einiges an Zubehör. Zum einen gibt es da den in drei Einzelteile zerlegten Standfuß. Auch diese Teile sind allesamt noch einmal einzeln eingewickelt, damit man nicht schon am ersten Tag Kratzer am neuen Monitor hat. Neben dem Standfuß gibt es da noch zwei Schrauben zur Montage, ein DisplayPort-Kabel, eine CD mit Gebrauchsanleitung, ein Stromkabel und schier unendlich Papierkram. Na gut, es sind nur 5 Heftchen, aber man erkennt vielleicht, worauf ich hinaus will. Während das vom Lieferumfang natürlich vollkommen adäquat ist, hätte man sich hier bestimmt an einigen Ecken auch im Sinne der Umwelt etwas einsparen können. Brauche ich wirklich für 2 Schrauben eine eigene Tüte? Brauche ich wirklich im Jahr 2021 noch eine CD, wo doch viele PCs gar kein Laufwerk mehr haben? Zugegeben, sowas ändert natürlich nichts an der Qualität des Monitors, aber ich denke, dass man sich hier noch etwas mehr Gedanken zur Optimierung machen kann. Die Montage des Standfußes und das Anbringen desselben am Monitors stellt sich als kinderleicht heraus. Tatsächlich dauerte dieser Schritt nur wenige Minuten und das fand ich sehr gut, lässt sich auch sehr gut alleine durchführen. Gerade letzteres ist in meinen Augen ein wichtiger Punkt, weil es ja dann doch ab und zu mal Monitore gibt, für deren Montage ein wenig Hilfe unabdinglich ist. Bei dem LG UltraGear 27GN 800 jedoch geschieht die Montage in nur wenigen Schritten. Zunächst wird der Ansatz des Standfußes auf der Rückseite des Monitors aufgesetzt und mit den 2 Schrauben festgezogen. Danach wird die kleine Plastikkappe aufgesetzt, bevor schließlich der eigentliche Standfuß befestigt wird. Damit ist die Montage auch schon fertiggestellt und der Monitor prinzipiell einsatzbereit. Schön ist, dass sich der Monitor 15 Grad nach oben und 5 nach unten neigen lässt, sodass in puncto Blickwinkel in der Regel keine Probleme entstehen sollten. Auch wichtig, wer den Monitor anderweitig aufbauen will, zum Beispiel an der Wandhalterung, kann dies dank der VESA-Kompatibilität problemlos tun. Von der materiellen Verarbeitung ergibt sich hier ein toller Gesamteindruck. Der unterste Teil des Standfußes besteht aus Gussmetall und bietet dem Monitor damit ausreichend Stabilität. Die restlichen Teile sind mit Plastik ummantelt und insgesamt bringt der Monitor ganz grob 6 Kilogramm auf die Waage. Was die Optik des Monitors angeht, nun, da muss sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden, weil der Eindruck hier auf jeden Fall subjektiv geprägt ist. In meinen Augen handelt es sich bei dem Monitor um einen gelungenen Versuch, Gaming-Ästhetik mit stilsicherer Schlichtheit zu kombinieren. Damit findet LG Electronics hier einen wirklich guten Kompromiss, der sich in meinen Augen auch echt gut sehen lassen kann und in viele Setups integrieren lässt. Gerade der rote Touch auf der Rückseite macht optisch einiges her. Und wo wir schon bei der Rückseite sind, hier finden wir auch direkt die Anschlüsse. Neben 2 HDMI 2.0 Anschlüssen gibt es hier auch einen DisplayPort 1.4 Anschluss. Mir gefällt sehr gut, dass das Panel leicht erreichbar ist und man sich nicht erst die Finger ausrenken muss, bevor man ein Kabel einsteckt. Etwas problematisch finde ich dafür, dass bei größeren Kabeln etwas Überhang bestehen könnte, sodass man gegebenenfalls nicht mehr so nah an die Wand kommt, wie man eigentlich vielleicht möchte. Aber wie gesagt, das hängt ganz von der Art des Kabels ab. Was die Technik angeht, kann der LG UltraGear 27GN 800 vollends überzeugen. Der Hersteller setzt hier auf ein IPS-Display. Diese bieten eine gute Blickwinkelstabilität und kräftige Farben bei gleichzeitig schneller Reaktionszeit. In der Praxis bedeutet dies, dass das IPS-Panel eine Reaktionszeit von einer Millisekunde Gray to Gray erreicht. Das Display löst mit einer QHD-Auflösung auf und erreicht dabei einen Helligkeitswert von 350 Candela pro Quadratmeter. Kombiniert mit der Bildwiederholrate von 144 Hz handelt es sich hier also um einen technisch abgerundeten Monitor. Unterstützt wird die starke Hardware von reichlich Software, die das Spielerlebnis perfektionieren soll. Im Mittelpunkt stehen dabei 2 Techniken, die Gamern hinlänglich bekannt sind. Das ist auf der einen Seite AMDs FreeSync Premium, bei der mithilfe der Grafikkarte dafür gesorgt wird, dass Bildunterbrechungen und Ruckeln unterbunden werden. Für ein ähnliches Ergebnis sorgt die G-Sync-Kompatibilität des Monitors. Diese ist in meinen Augen besonders hervorzuheben, da man tendenziell bei Einsteigermodellen meistens nur FreeSync sieht. Hut ab also an dieser Stelle für LG Electronics. Fürs Zocken und das Schauen von Filmen ebenfalls toll ist HDR10, wodurch höhere Kontraste ermöglicht werden. Das haut einen zwar nicht gleich aus den Socken, aber sorgt insgesamt dann doch für ein merklich volleres Bild.
Und wo wir schon bei der Bildqualität sind, selbst im Auslieferungszustand stellt der UltraGear 27GN800 ein wirklich tolles Bild dar, das sich in meinen Augen auch durch besonders kräftige Farben und die guten Schwarzwert auszeichnet. Da das natürlich auch immer Geschmackssache ist, lassen sich Farben, Kontraste und Bildpresets im OSD-Menü gar und genauer anpassen. Dieses steuert man überraschend intuitiv über den kleinen Joystick zentral unter dem Display. Das Menü ist übersichtlich und logisch aufgebaut und bietet jedem Freigeist ausreichend Anpassungsmöglichkeiten. Bei meinem Review-Model konnte ich erfreulicherweise keine Dead Pixel feststellen und auch das Backlight-Bleeding war extremst gering. LG Electronics hat mit dem UltraGear 27GN800 einen echten Allrounder auf den Markt gebracht. Egal ob für Gaming, Film oder Homeoffice, der Monitor machte bei mir im Test durchgehend eine gute Figur. Klar, so ganz ohne Schwächen kommt auch dieser Monitor nicht daher, aber der eigentlichen Leistung tun die prinzipiell nicht Schaden. Besonders wenn man bedenkt, dass der Monitor schon ab 279 Euro zu haben ist, spricht in meinen Augen nichts mehr gegen einen Kauf. Wer also auf der Suche nach einem herausragenden Gaming-Monitor ist, der einem nicht gleich ein riesiges Loch in die Brieftasche reißt, der kann bei diesem Monitor unbesorgt zugreifen. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen bei LG für die Bereitstellung des Monitors und würde sagen, bis zum nächsten Mal.